Hallo und willkommen zu meinem FL Studio Tutorial auf Deutsch. Yes, auf Deutsch. Das habe ich ja echt arg vermisst, als ich begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich mach's mal auf, ne? Und dann kicken wir weiter. Das ist die Ansicht, wenn ihr FL Studio aufmacht. Was ich zuallererst mache, ist die Geschwindigkeit einstellen, und das geht hier in diesem Bereich. 130 Beats per Minute steht gerade da. Und wenn ich scrolle, dann mache ich es etwas langsamer, weil 130 ist schon arges Tempo, du. Da geht es schon ab. 123, so ein bisschen Deep House mäßig, das ist schon angenehmer. I think. Huch, was mache ich denn? So. Wenn ich da drauf drücke, dann bin ich im Pattern-Bereich, in dieser View. Wenn ich drauf klicke, ist es wieder weg. Magic. Und zwar möchte ich ja mein Beat gestalten. Das mache ich im Pattern-Bereich als erstes und füge es in dieser View dann sozusagen zusammen. Aber eins nach dem anderen. Ich bin jetzt hier. Hier habe ich gerade 4 Instrumente vorgegeben. Instrumente in Anführungszeichen, es ist ja eine Drumkit, Kick, Clap, Head, Snare. Und ich möchte hier eben einen Beat bauen und brauche ein bisschen mehr Platz. Und zwar steht immer eine Zeile, jedes Kästchen hier für einen Schlag oder halt für eine Note. Und ich möchte jetzt ein bisschen länger haben, und darüber verfüge ich sozusagen hier. Indem ich hier scrolle in dem Bereich, da scroll ich rauf auf 8. Und dann ist das so lang. Und dann kann ich mich hier so schön austoben, indem ich einfach hier reinklicke bei der Kick mit Linksklick. Und dann suche ich mir einfach ein paar Schläge aus und habe dann sozusagen die Kick schon mal beansprucht. Drücke hier im Bereich Pattern auf Play. Und die Kick wird von links nach rechts hier in dieser Zeile abgespielt. Ich möchte auch gerne eine Snare, die ist hier auch schon voreingestellt. Und Mensch, weiß gar nicht, wie die sich anhören soll. Ich guck mal. Ja, das ist jetzt ganz easy. Na, das kann man doch anhören. Das kann sich doch hören lassen. Da mache ich hier ein bisschen die Head. Aber das ist ein bisschen viel, ne? Mit Rechtsklick, wenn ich da reinklicke, kann ich das immer jeweils wieder löschen. Zu viel. Genau, und mit dem Clap, da kann ich zum Beispiel die Snare ein bisschen verstärken. Okay, soweit, so gut. Dann hätten wir das schon mal. Mal gucken auf der linken Seite hier beim Scrollen oder beim Runterfahren, was ich sonst noch alles finde, was ich interessant finde. Oh, die Flüge. Mit Drag and Drop könnt ihr das dann einfach euch hier raufziehen, die Instrumente, die ihr links interessant findet. Boah, das ist doch ganz nett. Nein, das will ich hier dazwischen haben. Ich glaube, kann man das eigentlich? Ich hätte gedacht, man kann das auch irgendwie ein bisschen tauschen, kann man aber wohl doch nicht. Vielleicht auch doch, und ich weiß es nicht. Ich bin nicht allwissend. Ja. Hier. Nur, das nehme ich doch auch rein, um euch ein bisschen zu präsentieren, was man so machen kann. Ja. Ich werde mal dieses Pattern hier klonen. Ich gehe einfach hier auf den Pfeil, drücke auf Clone. Und schwupps, bin ich im Pattern 2. Gehe ich zurück, bin ich wieder auf Pattern 1, scrolle ich hier, bin ich wieder auf Pattern 2. Und zwar spiele ich jetzt ein bisschen mit meinen Instrumenten. Keine Ahnung, was ich damit anfange. Ich weiß gar nicht mehr, wie die sich anhören. Aber ich mache
einfach mal so. Okay. Und was war das nochmal? Das war hier in regelmäßigen Abständen. Okay. So. Den oberen Teil, den lösche ich wieder. Mit Rechtsklick einfach rüberfahren. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, ich gehe nochmal hier zurück zu dem Pattern 1. Und ich möchte gern ein bisschen Noten einbringen für meine Flöte. Und zwar benutze ich hier oben in dem Eck das Klavier. Und dann sieht man so schön, macht sich ein Klavier nach dem anderen auf. Für jeden Schlag oder halt hier für jede Note gibt es ein Klavier. Und auf diesem Klavier kann ich mir dann eben meine Wunschnote aussuchen. Und dann nehme ich hier zum Beispiel in dem dieses. Und dieses. Oder nee. So. Vielleicht finden wir was Schöneres. Ach nee, aber nicht mal kommen. Macht euch die Ohren zu. Wenn ihr diese schönen Instrumente explort. Regelung, lauter, leiser. Nö, I don't like. Wie wäre es mit einem Piano? Gott sei Dank. Naja, da hätten wir doch mal was, was man wenigstens ein bisschen anhören kann. Hier kann man das Volume, die Lautstärke regeln, rauf, runter, also leiser, lauter, und hier links, in welchem in welcher Box links, rechts, wo du das halt eher hören willst, aber ich mache mit Rechtsklick Reset, es soll bitte in der Mitte sein. Genau, was ich jetzt mache, ist, ich klone das nochmal. Ich habe einfach nur hier in diesem Bereich geschaut, ob zu dem Kick mein Instrument passt vom Takt her, und ich klone das jetzt einfach mal, denn ich will das ja, ich habe mir nicht gemerkt, was ich da eingebe. Deswegen lösche ich dann in dem geklonten Pattern einfach die Kick raus, damit ich das schön getrennt habe. Gehe zurück zu diesem Bereich und lösche. Hier die Flöte, wollte ich sagen, das Piano raus. Genau, jetzt habe ich die drei Patterns getrennt. Und ich gebe denen auch einen Namen, wenn ich hier draufklicke. Rename, das hier ist die, das sind die Drums. Hier drüber scrollen, Pattern 2 mit meinem schönen Piano. Ne? Kann ich auch renamen auf Piano. Und dann gehe ich zu dem nächsten. Und nenne es Drums Zusatz. Ne? Genau, dann habe ich schon mal meine drei Patterns. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich klicke die Pattern weg, bin in diesem Bereich, wo ich alles zusammenfüge. Jetzt macht endlich alles einen Sinn. Wenn ich nämlich hier einfach mal links irgendwo hinklicke, dann kommt dieser Drums-Zusatz-Pattern, wie ihr seht. Und ich kann ihn bewegen und irgendwo platzieren. Ich fange natürlich links an, denn ich spiele ja von links nach rechts die Musik ab. Und so kann ich halt immer wieder irgendwo hinklicken, und es hat sich eben so festgehaftet an meine Maus. Mit Rechtsklick kann ich es auch wieder löschen
oder mit Linksklick irgendwo positionieren. Und wenn ich jetzt zurückgehe zu den Pattern und hier habe ich jetzt eben das Piano, dann passiert eben wieder dieses magische Werkzeug, dieses magische Anhaften, und zwar haftet sich das wieder an meine Maus einfach dran, und wenn ich mit Linksklick wieder irgendwo hier rein tippe, dann habe ich wieder dieses Piano. Genau, und das positioniere ich einfach mal da. Und zu guter Letzt nehme ich natürlich das Wichtigste, die Drums. Ja, hier sind sie, haben sich wieder schön dran geheftet. Ich schaue immer, dass ich hier in dem Bereich Line habe, weil dann kann ich das echt immer so schön aneinander sozusagen haften. Weil wenn ich hier was anderes habe, dann kann man mal gucken, dann passiert das nicht mehr so schön. Dann greift das hier nicht mehr. Weil, wenn ich hier das hier bewege, zusammenführe, dann kann ich mich so ranzoomen. Und dann kann ich nochmal ein bisschen feiner arbeiten und kann hier verschiedene Abstände wählen, indem ich hier damit rumspiele. Das will ich jetzt aber gar nicht. Ich mache das jetzt alles ein bisschen grob. Gehe wieder aus dem Zoom raus. Ich kann hier übrigens am Rand auch zoomen, wie ihr seht, wenn ich scrolle. Genau, ich gehe hier ein bisschen wieder weiter raus. Schöner zum Anschauen. Und klicke hier auf Song. Vom Pattern wandern wir auf Song. Und dann kann ich die Magic anhören. Was ich noch machen kann, was ich ganz gerne mache, ist, wenn ich zurück zum Piano gehe, mit Rechtsklick, dann Send to Piano Roll, dann sieht meine Pattern halt diese Notenansicht so aus, und das hier ist halt immer noch mein Piano, nur die Ansicht hat sich einfach verändert. Ich kann halt hier die Lautstärken regeln, hier unten, indem ich das ein bisschen so runterfahre. Das führe ich euch gerne auch vor. Ich mache jetzt mal im Pattern-Bereich hier Play. Habt ihr es gemerkt? I hope so. Denn das war ja nicht zu überhören. Genau. Ich klicke nochmal dahin, da habe ich wieder meine Pattern. Und bin auch wieder schon in dieser schönen Ansicht. Also nicht vergessen, wenn ihr das hier anhören und zusammenfügen wollt, dann geht doch bitte auf Song. Hier die Geschwindigkeit in dem Bereich Pattern. Könnt ihr in jedem einzelnen Pattern, es gibt unendlich viele, die ihr sozusagen starten könnt. Macht hier eure Instrumente rein, eure Noten, fügt sie hier zusammen und spielt ein bisschen rum. Es wird bestimmt ein geiler Beat. Viel Spaß!